Cities VR ist für 29,99 Euro für die PlayStation VR 2 verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Getestet habe ich bisher schon die Cities VR Version auf der Meta Quest und kann so zumindest grafischen Vergleich ziehen. Vom Umfang her wird das ein bisschen schwierig, weil das hier ein First Impression Video ist. Das heißt, ich werde es natürlich nicht bis zum Ende spielen können. Wenn ihr aber interessiert seid an einem Livestream zu Cities VR auf der PlayStation VR 2, dann schreibt es mir doch in die Kommentare und lasst mir noch außerdem ein Däumchen oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Damit helft ihr mir sehr weiter und ermöglicht, dass weitere VR-Interessierte dieses Video sehen können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Cities VR in der Enhanced Edition auf der PSVR 2. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Cities VR in der Enhanced Edition auf der PSVR 2. Was fällt mir auf den ersten Blick auf? Ist derselbe Start wie auf der Quest. Warum sollte das auch was anderes sein? Es ist relativ kantenflimmerig. Zur Grafik kann ich noch nicht viel sagen. Schönes Vibrationsfeedback. Also die Controller, die gefallen mir echt gut. Sprache German ist okay. Schnelles Drehen, Komfortoption. Also ihr könnt, wenn ihr noch nicht so VR erfahren seid, hier die Vignette ganz stark ausprägen. Dann wird euch weniger schlecht und ich mach's mal komplett aus, weil da nämlich immer ein schwarzer Rand eingeblendet wird. Hier haben wir auch die Möglichkeit, uns verschiedene Bereiche zu wählen. Schwarzer Wald, Inseln, schattige Strände, zwei Flüsse, Sandstrand, Diamantküste, Küstenlagune, Harmony Straits. Ja, unbegrenztes Geld könnten wir machen, Meilensteine freischalten. Ich finde das hier eigentlich ganz nice als Karte. Und wir gucken uns jetzt noch kurz das Tutorial an, damit ihr zumindest einen schnellen Eindruck bekommt. Bewegung, bewegen Sie sich hiermit. Okay, also mit dem linken Daumenstick bewegt man sich fort. Verwenden Sie den, um sich umzudrehen, also an der rechten Hand. So, hiermit bewegen wir uns nach oben und nach unten. Mein Gott, ist die Karte hier schön. Teleportieren können wir uns mit dem Daumenstick, alles klar. Kamerahöhe zu ändern. Ach guck mal, dann können wir hier, wenn wir den reindrücken, komplett von oben. Alles klar. Navigieren Sie zum Straßenwerkzeug, machen wir. Da oben ist es, da ist die Straße. Weiter. Bestimmen Sie einen Ausgangspunkt der Straße. So, jetzt machen wir es mal hier. Und gerne die beiden Straßen verbinden. Und das ist dann so unsere Ortseinfahrt. Gute Arbeit, Sie haben jetzt eine Straße. Also mal kurz, ich möchte euch ja grafisch hier auch das ganze Ding mal mit der, ist das cool, mit der Quest 2 vergleichen. Und da bietet es schon aus meiner Sicht einen Ticken mehr. Aber ihr habt immer noch sehr unangenehmes Load on Demand, was aus meiner Sicht gar nicht nötig gewesen wäre bei der Rechenleistung der PlayStation VR 2. Guck mal, ich meine da der hinten am Horizont. Ansonsten, als ich schon mal Probe getestet habe, waren es noch so ein paar Steine, die hin und her gesprungen sind. Das kann ich euch hier gerne nochmal einblenden. Aber das Ganze hier wirklich ziemlich kantenflimmerig. So gerade wenn ich da hinten so die Stängel der Bäume gucke, das flackert und da hinten das auch. Aber trotzdem macht das Spiel ja nicht schlecht. Ich muss nur ernsthaft vergleichen. Es ist besser als die Quest. Auf jeden Fall. Wir müssen gleich nochmal auf so ein paar Details bei den Gebäuden achten. Aber erstmal so, die Ausgangslage ist besser als bei der Quest, aber trotzdem immer noch sehr kantenflimmerig. Jetzt müssen wir Gebiet ausweisen. Wohngebiet wollen sie. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wo wir denn Wohngebiet hier ausweisen wollen. Dafür müssen wir jetzt auch erstmal eine Straße bauen, Kollege. Der will hier direkt von uns. Also okay, wir bauen das jetzt einfach mal so, wie er das will. Wir machen hier so einen richtig aseligen Kasten hin. Und dann noch eine mittendurch, ne? Okay. Und jetzt können wir hier wieder die Greiftaste, die da gedrückt halten, so. Und können wir zurückgehen, 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 dann sind wir nicht mehr im Straßenmenü. Dann sind wir hier und können jetzt hier Wohngebiet bestimmen. Sagen wir mal, hier hinten vor Kopf machen wir komplett Wohngebiet. Der Trigger übrigens, dieses Feedback, was man vom Trigger kriegt, man muss ein bisschen mit Kraft drücken, um das zu platzieren. Das ist echt schön gemacht. Drücke L2, um dein Stadtmenü zu öffnen. Palette öffnen.
Ach, da hinten. Stadtinfo. Ah, okay, der Trigger sind einfach die Stadtinformationen. Ja, okay. Da haben wir dann so Geldlaune unserer Bürger, alles klar. Reindrücken, um die Zeit anzuhalten. Okay. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hatte ich jetzt gerade einen kleinen Tracking-Hänger? Oh, das war gruselig. Läuft die Aufnahme noch? Wow. Drücke L, um die Spielgeschwindigkeit zu ändern. Ja, mache ich ja. Okay, so können wir dann... Oh, guck mal, wie der dann schippert da. Wir wollen aber wieder langsam. So, Palettenmenü. Was sollen wir jetzt machen? Wieder zurückgehen, zurückgehen. Stromversorgung. Ja, klingt naheliegend. Nö, komm, wir machen hier Windturbine, oder? Na komm, bauen wir hier irgendwo Windturbinen hin. Und so dieser ganz eben Widerstand, den man drückt, das ist super cool. Das sollte auch erstmal reichen. Und jetzt müssen wir die Windturbine auch anschließen, denke ich mal. Ja, sagt er auch. Das ist das blaue Gebiet, ist jetzt das Gebiet, was hier mit Strom versorgt wird. Und jetzt lege ich einfach mal eine Leitung hier rüber. So, dann haben sie zumindest schon mal Strom. Okay. Versorgen Sie Ihr Wohngebiet mit Strom. Haben wir jetzt gemacht. Ist die Zeit noch angehalten, oder? Ah, okay. Ist, sagt er auch, ist fertig. Palette öffnen, wieder da rein. Jetzt, genau, als nächstes müssen wir eine Wasserversorgung klar machen. Wichtig ist, wenn ihr Abwasser habt und Frischwasser, guckt euch an, in welche Richtung das Wasser fließt. Nicht, dass ihr hier Frischwasser reinpumpt und Abwasser da rauslasst und dann pumpt ihr euch richtig schön die Schachtel durch. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier hinten ein bisschen weiter. Hier soll er... Was hat denn jetzt Frischwasser? Ja, Pumpenstation. Komm, machen wir es mal hier. So. Und jetzt können wir hier oben die Rohre legen. Und jetzt lege ich die einfach mal relativ unkonventionell hier einfach im Viereck. So. Dann haben wir jetzt hier auch die Wasserversorgung geregelt. Benutzen Sie ein Wasserrohr, um die Pumpstation im Wohngebiet zu verbinden. Habe ich doch gemacht. Der wollte das noch gar nicht. Verdammt. Na dann. Dann mussten wir noch mal kurz... Bauen Sie ein Abwasserrohr. Wenn ihr diese Wasserleitung baut, habt ihr immer ein Abwasser- und ein Zuwasserrohr. Und jetzt brauchen wir aber halt so eine Abwasserpumpe. Das ist das, was ich gesagt habe. Da kommt gleich so richtig brauner Mock raus. Und den wollt ihr natürlich nicht in eurem Frischwasser haben. So. Schließen das Abwasserrohr an. Habe ich doch schon gemacht, Kollege. Warum? Bin ich zu schnell oder was? Okay, dann nochmal gemacht. Gut gemacht, die Verbindung steht. Achten Sie darauf, dass die Rohre Ihr Wohngebiet erreichen. Ja, haben wir ja. Okay, alles klar. Und manchmal ist hier das Tracking ein bisschen gruselig. Also wenn das Tracking ausfällt, dann habe ich so ein Standbildschirm. Ja, guck mal hier bei den Ampeln, diese Load on Demand. Das hat doch die PlayStation nicht nötig, also jetzt mal ernsthaft. Also da muss ich sagen, wahrscheinlich ist das hier ein relativ ähnlicher Questport, wo wir dann sagen, so, da braucht man das wegen der Leistung. Aber hier doch nicht, Leute, oder? Wie seht ihr das? Hier muss man noch... Nee, ich will jetzt hier nicht direkt. Ich baue dafür die Straße noch mal ein bisschen weiter weg. Nächste Tutorial zieht es nicht in diese Menü, ist mir egal. So, hier hinten kommt die Chemie hin. Oder die Industrie. Okay, dann nehmen wir das hier. Ach Gott, doch nicht so weit. Okay, dann können wir auch pinseln, so. Sonst nimmt er hier halt den ganzen Block und das wäre halt ein bisschen viel. Ich finde jetzt, das erstmal an Chemie reicht. Ich sag mal Chemie, ich meine Industrie. Okay. Müssen wir nur gucken, ob das auch an die Stromversorgung und Wasserversorgung. Guck mal hier, nämlich das hat nämlich kein Wasser. So. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass der Strom hinkommt. Musik macht mich gerade nervös. So. Und dann sollen wir genau noch Gewerbegebiet.
So, ich denke, hier können wir dann wieder. Ich denke, das ist ein guter Platz für Gewerbegebiet. Und da sollte dann jetzt auch Wasser und Strom tatsächlich sein. Drücke die Taste Sprite gleich 51 für Wirtschaft. Also das Ding ist hier echt nicht gut angepasst gerade. Sowohl was die Performance angeht, als auch das Load on Demand. Aber auch hier sowas. Sprite 51. Ich denke, das hier ist gemeint, ne? Und dann können wir da drauf gehen. Da. Und können uns jetzt hier das Budget für Strom angucken. Ja. Alles da. Drücke die Taste für Info. Ja, haben wir auch. Da können wir dann alle Infos, wie zufrieden alle sind, wie die Wasserversorgung läuft, wie die Stromversorgung läuft, Bildung. Soweit sind wir noch gar nicht, ne? Glückwunsch! So, dann haben wir das Tutorial soweit durch. Wir gucken uns jetzt gerade Bildung an. Alle Gebäude sind rot. Was heißt, wir haben ungebildete Bürger. Ich will jetzt erstmal weitere Wohngebiete ausweisen. Nämlich hier, das ist doch ganz schön. Könnt ihr alle gerne wohnen. Was jetzt natürlich nicht schön ist, sind die Dinger hier. Deswegen reißen wir die jetzt mal ab. So, das legen wir dann mal außen rum. Ja, ich weiß, es sollte hier auch kein Strom mehr sein. Rück zurück. Strom, Strom. Okay, und jetzt hier, das können wir hier rüber versorgen. Wissen die Leute direkt Bescheid, wenn sie da sind. Wir sind die Stadt mit dem Strommast, wo du drunter herfahren musst, wenn du reinkommst. So, und jetzt gucke ich mir mal hier die Detailstufe an. Also ich blende euch jetzt hier mal ein paar Vergleichsbilder ein zu Cities VR auf der Quest 2. Ja, es sieht alles ein bisschen tiefer aus, aber es läuft butterweich. Es muss ja auch nicht immer die geilste Grafik sein. Guck mal, da hinten der Sonnenuntergang, der ist schon schön, ne? Wie die Sterne auch weiterziehen. So, guck mal hier, da kommen die ersten. Aber was ich schon mal sagen kann, so zum Preis. Oh, habe ich jetzt. Ich habe die Zeit angehalten. So zum Preis für 29,99 Euro finde ich, also weil ich auch ein Genre-Fan bin, finde ich echt okay für dieses Game. Das ist wirklich, guck mal, da kommt. Ist schon ganz cool. Guck mal, da kommen die direkt mit einem Sportwagen. Wie haben die denn alle in das Auto gepasst? Wohnen die jetzt alle zusammen in diesem Haus? Ich frage nicht. Mond geht auf. Boah, wie viele da einziehen, ey. Das ist ja die. Unfassbar, wie viele Leute hier gerade herkommen. Ich bin entzückt. Genau, ich hatte das ja hier abgerissen, damit ich jetzt hier das Wohngebiet schließen kann. Hier auch genug Platz haben. So. Wir haben aber noch Bedarf nach Blau, nach Gewerbegebiet. Dafür gehen wir in unser Straßenmenü. Müssen wir ein bisschen ausbauen, das Ganze, ne? Wo war das hier? Mal so können wir uns das auch von ganz oben angucken. So kennt man ja vom PC beispielsweise diese Spiele. Ich würde sagen, dann bauen wir jetzt hier noch. Ja, Stromversorgung müsste eigentlich jetzt auch da hinten drüber laufen. Die Stromversorgung, die ist hier nämlich so ein bisschen tricky. Ihr macht das nämlich grundsätzlich über die Strommasten. Aber ihr braucht keine Strommasten. Wenn jetzt beispielsweise hier das benachbarte Gebiet Strom hat, dann wird es automatisch so durch die Häuser weitergeleitet. Machen wir hier mal eine Seitenstraße auf. So. So, so. Können wir hier auch so ein. Ach, hier, guck mal, könnt ihr auch eine gebogene Straße auswählen. Mal gucken.
Warte mal, hier unten ist eine gebogene Straße. Wenn ihr eine gebogene Straße habt, könnt ihr die jetzt hier so festlegen und beispielsweise so darüber führen. Finde ich immer ganz schön, lockert dann das Stadtbild ein bisschen auf und ist nicht einfach nur so kastenartig. Ne? Das wäre jetzt natürlich das Schöne, gerade zum Industriegebiet hin machen. Ja, weiß auch nicht. So. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch überall Wasser und Strom müsste klar sein. Wasser machen wir noch mal weiter. So, so, so. So. Von hier aus können wir noch einmal so rüberlegen. Eigentlich brauchen wir hier den Strommast gar nicht mehr, ne? Das hier alles gar nicht mehr. Hier hinten wird der Strom rübergebracht. Und hier wird ordentlich gebaut. Es ist schon cool in der Virtual Reality. Aber ich weiß halt nicht, ob ihr euch, wenn ihr euch eine PS5 mit der PlayStation vorher 2 geholt habt und dann gerade Horizon gespielt habt beispielsweise, ob ihr dann hier sowas erwartet als Baum. Ne, das ist halt mein Problem. Aber vom Spielspaß ist das hier überhaupt keine Frage. Für Simulationsfans absolut super. Wie gesagt, ich habe eine Karte schon komplett durchgezockt, zwar nicht auf der PlayStation VR 2, aber trotzdem kann ich euch sagen, das Spiel, das entwickelt sich auch. Ihr habt nachher eine richtig, richtig große Stadt. Was zur Hölle? Was machen die denn da? Sollten die nicht irgendwie im Garten sitzen oder auf dem Gartenstuhl oder... Er ist mit dem Skateboard unterwegs. Ja, hier und da noch mal ein paar kleine Fehlerchen. Aber würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich nicht überbewerten, weil ich halt weiß, das Spiel macht schon echt Bock im späteren Spielverlauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Na, was es halt auch gibt, es ist, wenn ihr die PC-Version kennt, dann kennt ihr gering besiedeltes, mittelbesiedeltes und stark besiedeltes Wohngebiet beispielsweise. Die Vereinfachung von der VR-Version, dass es hier nur gering besiedeltes oder stark besiedeltes gibt, wurde hier übernommen. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wo dieser LKW hinfährt. Das finde ich ja bei Cities VR auf dem PC auch so spannend, die Verkehrssimulation zu beobachten. Was ich euch sagen kann, ist, das Ding macht hier Spaß. Das ist für die Virtual Reality die Städtesimulation, die halt am besten ist, aus meiner Sicht. Was Besseres kriegt ihr in der Virtual Reality als auf... die sind genervt, weil ich deren Häuser abgerissen habe. Einfach, weil ich die Straße schön fand, da lang zu führen. Was Besseres kriegt ihr in der Virtual Reality an Simulation, Städtesimulation, aus meiner Sicht nicht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie findet ihr denn Cities VR? Lohnt sich das für die PlayStation VR 2? Natürlich für die Leute, die nur eine PlayStation VR 2 haben, ist das hier ein absoluter Hochgenuss, auch wenn hier und da mal ein kleines Fehlerchen dabei ist. Aber das verzeihe ich dem Spiel persönlich sehr gerne. Ich finde es auch für den Preis okay im Verhältnis zu der Spielzeit, die es bietet. So wie ich den Eindruck habe, ist hier auch das Startgebiet größer als das, was wir auf der Quest hatten. Aber das kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Ich will auch nicht andauernd mit der Quest-Version vergleichen, weil das Spiel an sich hier gerade einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Aber das natürlich nur in den ersten, ich sag mal, 30 bis 45 Minuten, die ich jetzt hier gespielt habe. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch für einen ausführlichen Eindruck jetzt speziell zur PlayStation VR 2 Version interessiert, dann, ich muss mal gucken, wo steht ihr denn, da seid ihr, dann gerne ab damit in die Kommentare. Ich bin gespannt von euch zu lesen. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Außerdem könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Eindruck ihr von diesem Spiel gewonnen habt, wenn ihr es vielleicht auch schon getestet habt, um so den anderen Nutzern eine Orientierung zu geben. Wollt ihr weitere Videos sehen zur PlayStation VR 2, dann schaut doch mal hier rechts in die Videos. Da habe ich euch unter anderem die besten Games auf der PlayStation VR 2 vorgestellt und zeige euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die ihr bei der PlayStation VR 2 kennen solltet. Das Video auf der linken Seite könnte euch auch interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für eure Däumchen, danke für eure Kommentare. Vielen Dank auch an meine Patreons und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!